So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem Let's-Test von Euro Truck Simulator 1. Ja, das Spiel ist von 2011 von Rono die Media entwickelt und wir werden jetzt mal ein neues Spiel anlegen. Wie man sieht, haben wir hier einige Länder zur Auswahl. Und wir nehmen Deutschland oder Schweiz, wäre auch nicht schlecht. Ja, wir nehmen Deutschland, würde ich sagen. Das Ganze lädt jetzt ein wenig, so um eine Minute oder so. Ja, zum Spiel. Das Spiel ist wie gesagt von Rono de Media von 2011. Es heißt Euro Truck Simulator. Natürlich geht es darum, wie man kann LKWs fahren mit allem drum und dran, wie im echten Truckerleben. Der Nachfolger von dem Spiel heißt Euro Truck Simulator 2 und ist natürlich wesentlich besser. Das wird man auch gleich im Spielverhältnis sehen. Ob ich noch einen Test zum Euro Truck Simulator 2 mache, weiß ich nicht. Könnt ihr auch gerne in die Kommis schreiben. Ich weiß es noch nicht. Ja, das Spiel hat jetzt auf jeden Fall mal geladen. Und hier können wir uns jetzt einen LKW aussuchen. Unsere Schmerzgrenze liegt bei 100.000 Euro. Und wir werden hier sicherlich was finden. Ja, ich habe das Spiel schon sehr lange nicht mehr aktiv gespielt, muss ich sagen. Also ich spiele, wenn ich spiele, nur Euro Truck 2. Das Spiel kann man gerne spielen, wenn einem mal langweilig ist oder so. Aber ich empfehle mir Euro Truck 2. Dieses Spiel kostet ja auch fast nur noch ein paar Cent. Also es gibt es in der World Edition, die habe ich letztes Jahr irgendwann gekauft. Da ist noch UK Truck dabei und German Truck und LKW Rangiersimulator und LKW Extrem Truck oder sowas. Ja, und ja, wir spielen halt jetzt Euro Truck 1. Ja, die sind alle ziemlich gleich bis auf den LKW Rangier Truck und auf den American Truck oder wie der auch immer heißt, Extrem Truck oder so. Und da fährt man dann in Winterlandschaften in Amerika über die Eisgletscher und so zurück. Wir müssen jetzt erstmal zu dem linken Grill da fahren. Auf der Karte oben rechts ist das rot markiert. Da müssen wir hinfahren. Gibt natürlich auch Blinker. Ist in Euro Truck 1 auf Standardtasten Ü und Stern. Ja, und wir fahren jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum. Das ist übrigens Berlin hier. Sieht nicht wie Berlin aus, aber naja, so sehen eigentlich ziemlich alle Städte aus. Also alle ziemlich gleich. Natürlich sind die Straßen anders gebaut, aber die gleichen Texturen und halt alles. Natürlich. So, wir blinken jetzt mal hier links rein. Warum hupt der Idiot jetzt? Keine Ahnung, die hat wohl Probleme. Gut, wie man kennt, man rutscht hier ziemlich. Die Physik ist in Euro Truck 2 deutlich besser. Ja, erstmal zu dieser Stelle hier. Auf Enter drücken und hier können wir jetzt einen Auftrag aussuchen. Und Rom würde ich gerne fahren, aber ja, ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen. Ja. Ja, der sieht gut aus. Okay, auswählen. Und jetzt sitzen wir wieder im LKW. Hier steht ein links ein Anhänger. Den kuppeln wir jetzt an. Ja, gleich werde ich auch noch die verschiedenen Kameraansichten zeigen. Dazu aber gleich mehr. Erstmal hier ankuppeln. Genau. So, dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Ja, hier ist noch die Weltkarte. Wir müssen jetzt hier nach unten fahren dann und dann rechts. Genau. Ja, das so sieht übrigens die ganze Karte aus, falls es jemand interessieren sollte. Und ich kann euch auch mal gerne das Menü zeigen.
Tastenbelegung, Optionen, Grafikeinstellungen und so weiter. Hier ist ein bisschen was drin, in EuroTruck 2 ist natürlich wieder besser. Ich vergleiche das Spiel jetzt mal ein bisschen mit ETS 2. Ja, so viel zu dem. Dann hier die Obenansicht, also hier mal die paar Ansichten, die kann man auf den Tasten von 1 bis 8 durchschalten und auf 9 kann man dann noch alle Tasten durchschalten. So, das ist zumindest im EuroTruck Simulator 2. Ja, wir fahren jetzt mal in dieser Reifperspektive hier. Wie man merkt, die Physik hier ist nicht die beste, aber es ist spielbar. Mit Lenkrad ist das Ganze natürlich besser. Ich spiele es jetzt mit Tastatur. Durch die Lampe durch natürlich. Und schon haben wir den ersten Frame-Einbruch. Das liegt aber nicht an meinem PC, sondern am Spiel selbst. Ja, dann hier mal von der Vogelperspektive das Ganze. Und der erste Unfall, so sieht das Ganze jetzt aus. Das war jetzt eigentlich nicht so gewollt. Der nächste fängt zu hupen an. Also wie gesagt, EuroTruck 2 ist wesentlich besser. Da würde, wäre jetzt sowas auch nicht passiert, dass man da jetzt einfach mal dran fährt. Oben rechts könnt ihr den Schaden dann auch sehen. Der ist dann rot markiert. In dem LKW da. Links daneben der kleine Mensch ist unsere Müdigkeit, ob wir schlafen müssen oder so. Und rechts daneben der Schaden des LKWs. Ja, es ist jetzt Montag, wie es aussieht. Wir haben noch ein paar Tausender am Konto. Das ist ganz links zu sehen. So, Blinker mal ausschalten hier. Jetzt biegen wir hier rechts ein, würde ich sagen. Bekommen keine grüne Welle oder doch Glück gehabt. So, mal schnell auf die Karte blicken. Jo, rechts müssen wir rein hier und die Beschleunigung ist abnorm unreal für den Teil hier. Die dritte Hupe, genau. Okay. Ja, hier gibt es noch den Spiegel, also ich schalte jetzt hier mal die F-Taste ein bisschen durch. Die Karte kennen wir ja schon auf F5. Dann noch eine andere Weltkarte, Statistiken und Profil. Ja, so, ich habe mal kurz ein Foto gemacht hier. Also wie man sieht, die Lenkung ist ziemlich im Arsch, aber ich will jetzt das Spiel natürlich auch nicht schlecht machen. Ich habe es mal, muss ich sagen, sehr oft gespielt. Man kann schon fast sagen, gesuchtet. Das war letztes Jahr oder so, aber seit es ETS 2 gibt, spiele ich die anderen gar nicht mehr. Und so, hier war mal ein kurzer Schnitt und der nächste LKW wurde gerammt von uns. Ja, die Engine ist hier ziemlich im Arsch von dem Spiel. Wie gesagt, ich will nicht lästern. Ich spiele es einfach nicht mehr. Wer spielt, kann es gerne spielen. Wir fahren jetzt noch ein Stück rein, ob wir einen Wald finden oder so. Und dann werde ich euch das Spiel auch mal auf hohen Grafikeinstellungen zeigen. Also ich habe jetzt auf niedrig gestellt und zwar, sonst ist ein Frame ein Bruch nach dem anderen. Das liegt aber nicht an meinem Computer, wie gesagt, sondern an dem Spiel. So, hier der nächste. Natürlich, wenn mein Computer ein bisschen besser wäre, wären keine Frame-Einbrüche, aber wenn ich jetzt in EuroTruck 2 aufnehme, läuft es wesentlich, ja, also läuft ungefähr genauso, weil das Spiel braucht natürlich auch viel mehr Leistung. Mit dem Add-on noch drinnen, gleich noch mehr. Ich habe das Add-on zwar schon installiert, aber hat mich noch nicht registriert, also den Key noch nicht eingegeben und so. Aber auch egal, das werde ich dann irgendwann demnächst auch mal machen. Und ja, das war's eigentlich so viel zu dem Spiel jetzt. Ich stelle jetzt mal die Grafikoptionen auf hoch ein, dass ihr seht, wie das Ganze dann ist. Müsste auch Schatten sein. So, jetzt hat das Ganze einen kleinen Bug, aber egal. Ja, so sieht es auf
Ultra sozusagen aus, also bisschen besser, aber ja, nicht viel besser. Schatten haben wir jetzt ein bisschen einen. Und ja, die Anzeige vorne funktioniert jetzt nicht mehr, das ist ein kleiner Bug, es funktionieren jetzt gar keine mehr. Aber egal, ich werde das Spiel sowieso gleich beenden. Hier wieder mit Licht in Ultra. So, Foto machen hier. Ja, hier liegen noch ein paar Rumpeln rum. Aber soweit würde ich dann eigentlich auch sagen, das war's für diesen Letztest auf FEW-Bahn. Ich danke euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.